Der Herbst schert hurtig Berg und Tal, mit kalter Schere ratzekahl. Der Vogel reist nach warmer Ferne, wir alle folgten ihm so gerne. Das Laub ist gelb und welk geworden, grün blieb nur Fichte noch und Tann. Huhu, schon meldet sich im Norden der Winter mit dem Weihnachtsmann. Tja, Hans-Joachim Ringelnatz, der brachte solche Ereignisse immer sehr treffend auf den Punkt. Ja, so sieht's aus. Und damit erstmal willkommen, liebe Freunde, zur Freitalk-Spezial mit der Überraschungsherbstneuheit von X-Train 24. Ja, und die ist hier mitten im bunten Herbstlaub noch verhüllt. Tja, was ist das wohl? Auf Facebook und Instagram haben wir ja schon viele neugierig gemacht. Und jetzt werde ich es langsam auflösen. Die Spannung steigt. Ja, was hier darunter steckt, kommt aus dem Hause ESO. So viel kann ich schon mal sagen. ESO, werden Sie sagen, kann eigentlich nur ein Modell sein. Stimmt. Ich löse weiter auf und sage, es ist nicht nur ein Modell, nein, es sind gleich zwei Modelle. Und nicht nur einfach so schnöde gesagt Modelle. Es sind zwei X-Train 24 Exklusivmodelle. Heißt, die gibt es nur bei uns. Die Spannung steigt weiter. Manche werden jetzt sagen, ach Mensch, Buttig, spanne uns nicht länger auf die Folter. Hoch das Tuch. Gemach, gemach. Gleich lüfte ich dieses Geheimnis. Also, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ach ja, ach so, zwei Exklusivmodelle. Der Herbst färbt nicht nur die Blätter bunt, nein, auch ESO kann das. Wobei das ja keine Blätter sind, die hier drunter stecken, sondern wie wir schon festgestellt haben, Modelle. So, und jetzt präsentiere ich Ihnen die X-Train 24 Exklusivmodelle. Es sind ja zwei. Und? Tada, da sind sie, die beiden KG230 X-Train Exklusivmodelle aus dem Hause ESO, die VW und Ford Werkslok. Wir meinen, die haben in der Sammlung einfach noch gefehlt. Mit diesen beiden wunderschönen Rangierdiesel wird ein weiterer Farbtupfer in der gesamten KG230 Serie gesetzt. Sind sie nicht affengeil geworden? Entschuldigung, das musste jetzt einfach mal so raus. So, und bevor ich Ihnen noch kurz was zur Ausstattung dieser Loks sage, erste Aufnahmen und Fahreindrücke dieser beiden KG230 Exklusivmodelle von X-Train.
Na, die machen schon eine gute Figur, stimmt's? Und mit Sicherheit auch auf ihrer Anlage. Jetzt im Schnelldurchlauf zu den technischen Features dieser Loks, denn sie haben die gleichen Ausstattungsmerkmale wie ihre Schwestern, die wir ja im Frühjahr als Top-Neuheit mit Jürgen Lindner präsentieren durften. So, was ist nun die Ausstattung? Die Loks haben einen eingebauten Sounddecoder mit LokSound 5. Die Digitalkupplung ist fernsteuerbar. Ein Lokführer darf selbstverständlich auch nicht fehlen. Und angetrieben wird diese Lok von einem Glockenankermotor mit Schwungmasse. Der Lichtwechsel, weiß-rot, wird fahrtrichtungsabhängig geschalten. Es gibt auch eine Fahrgestellbeleuchtung und ein Raucherzeuger ist auch eingebaut. Eine höhenverstellbare digitale Rangierkupplung für alle Bügelkupplungen macht diese Lok kompatibel auch für verschiedene Höhen der zu kuppelnden Waggons. Klar, auch ein großes Powerpack ist an Bord, damit sozusagen schwierige Gleisabschnitte gut bewältigt werden. Und die Universalelektronik mit Steckschleifer ist ebenfalls da. Das macht die Lok wirklich sehr universell. Eine Rangierführerstand- und Führerpultbeleuchtung vervollständigt die Ausstattung dieser Lok, die garantiert für viel Spielspaß sorgt. Und jetzt die Preisinformationen zu den beiden Modellen, die als AC- oder DC-Versionen zu Ihnen nach Hause kommt. Die VW Werkslok wie auch die Ford Lok bieten wir zum Preis von 429 Euro an. Und ganz wichtig, beide Modelle sind sofort verfügbar. Damit der Spielspaß mit dieser kleinen Lok auf Ihrer Anlage sofort beginnen kann. Apropos Spielspaß. Wie im Film bereits gesehen, haben wir auch die passenden Autotransportwaggons für die Zugbildung parat. Sie kommen von Exakttren mit den Artikelnummern 20562, 20013 und 20008. Das alles finden Sie auf unserer Sonderseite zu diesen beiden Exklusivloks. Ja. Nun hat die Sache aber noch einen kleinen Haken. Wusste ich's doch, werden Sie jetzt sagen. Nein, wie bei Exklusivmodellen meist üblich, ist die Auflage limitiert. Also, wer diese Loks unterm Weihnachtsbaum wiederfinden möchte, muss schnell sein. So, ein paar kleine Fahrszenen habe ich auch noch zum Schluss für Sie als Appetitzappen. Zuvor möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und verabschiede mich bis zum nächsten Mal auf gleicher Welle und Kanal, Ihr Frank Buttig. Und nicht vergessen, hoch die Hände, Wochenende, ran an die Modellbahn. Tschüss.